Seid ganz herzlich gegrüßt, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zu einer weiteren Tutorial-Folge hier in Star Citizen. Es ist soweit, es geht um das neue Flugmodell. So, und wir wollen nicht nur das neue Flugmodell angucken, sondern wir wollen eigentlich komplett das ganze System um das Raumschiff selber, wie funktioniert es, wie fliegt es, wie ist es aufgebaut und so weiter und so fort. Ja, das ist eine Menge Holz, deswegen werden wir das in zwei Folgen aufteilen. Und ich habe mir gedacht, in dieser Folge geht es um die Flugsteuerung, dabei geht es halt allerdings nur um die Grundflugsteuerung, ja, also irgendwelches Nerdwissen, wie schalte ich zum Beispiel den GeForce-Mode aus und so, darum geht es nicht. Ja, also es ist keine Advanced-Schulung, sondern wirklich eine Grundschulung für die Einsteiger unter euch. Und dann möchte ich noch aufs Cockpit eingehen. Ja, das bedeutet also das HUD, ja, das Head-Up-Display sozusagen und die Instrumente, die Monitore darunter. Das möchte ich kurz anreißen. Das ist natürlich alles noch nicht final. Ja, logischerweise, wir befinden uns ja immer noch in der Alpha. Ja, das sieht man an dem flackernden Rad da, an dem Gravitationsring von Port Olisar. Ganz gut. Ja, da. Ja, da, da. So. Genau, so, ich schweife ab. So, und in der zweiten Folge geht es dann um das Flugverhalten an sich. Ja, da möchte ich euch ein paar Manöver zeigen. Unter anderem das Straven und wie steuere ich mein Schiff nicht irgendwo gegen. Ja, und dann wollen wir uns noch den Kampf angucken. Also das Auto-Aiming und alles, was dazugehört. Deswegen habe ich mir hier die Titan Renegade genommen von Avenger. Ja, die Avenger Titan Renegade von Aegis, meine ich natürlich. Aegis, wird es richtig ausgesprochen. Und ich würde sagen, wir legen einfach mal los, ja. Nehmt euch einen Stift und einen Notizblock zur Hand oder guckt einfach das YouTube-Video öfter. So, ich steige mal ein hier in die gute Stube. Ist ja ein merkwürdiges Geräusch hier. So, es ist ein wunderschöner Tag im Verse, genau das Richtige, um fliegen zu lernen. So, wie gesagt, ich gehe auf alles so ein bisschen ein, was ihr braucht, um überhaupt zu fliegen. Ja? Wenn ihr es geschafft habt, euer Schiff erfolgreich aufs Landepad zu bringen, dann ist das schon mal eine Menge wert. Ja, dann steht das hier irgendwo, das wird euch dann angezeigt. Und ein Schiff besteht meistens aus einem Haupttriebwerk. Ja, das befindet sich bei der Titan Renegade hier hinten. Ja, hier, da drin steckt das. Dann haben wir Manövertriebwerke, ja, das sind die hier. In dem Fall sind die gegimbelt, also beweglich bei diesem Schiff. Die braucht ihr praktisch, um zu steuern oder beziehungsweise um zu navigieren, nach links, rechts, oben, unten. Ja, das ist bei jedem Schiff anders. Das erkläre ich euch nachher nochmal genauer. Und ihr habt die Gegenschubdüsen, ja, die Retrothruster. So, die sind in diesem Fall hier vorne drin. So, aus diesem Konglomerat, wie das heißt, aus Thrustern, wurde, es kann auch sein, dass die Gegenschubdüsen da oben sind. Ja, wir gucken uns das gleich mal an. Im Flug sieht man das mittlerweile ganz cool, das ist ganz geil animiert. Ja, und haben wir natürlich noch Waffen dran, aber die sollen uns im Moment nicht interessieren, aber ich kann es euch trotzdem kurz sagen. Ja, wir haben hier vorne eine ballistische, gegimbelte Cannon, ja, hier vorne. Das gegimbelt bedeutet, die ist beweglich, also die bewegt sich nach links und rechts. Das ist auch wichtig für das Auto-Aiming. Solltet ihr mal ein Schiff haben, was keine gegimbelten Waffen hat, wird das Auto-Aiming auch nicht funktionieren. Es wird übrigens auch nicht angezeigt. Ja, und dann haben wir hier unten, haben wir auch noch ein paar, das sind glaube ich Laser-Repeater, so wie das aussieht. Ja, die sind übrigens auch gegimbelt. Der Gimbal-Mount ist immer hier so ein rundes Teil, ein runder Flansch hier unter, ja. Und wir haben noch ein paar Raketen an Bord. So, wir haben wie gesagt alles, was wir brauchen an diesem Schiff, um euch das zu zeigen, was ich euch zeigen will. Ja, so, da hinten steht noch ein Hornet, damit geht das natürlich auch, ja, obwohl ich weiß nicht, ob die standardmäßig gegimbelte Waffenrad hat. Das wechselt auch übrigens immer, ja, und wir steigen hier einfach mal hinten ein. So, wir können noch vorne einsteigen, ja. Übrigens, wenn ihr F gedrückt halt, dann seid ihr in einem sogenannten Anwählmodus und wenn ihr dann praktisch irgendwann, ja, wenn es gelb ist, bedeutet das, ihr könnt irgendwas anwählen. Ja, das ist jetzt hier nicht. Und wenn es orange ist, dann könnt ihr es anwählen. Ich zeige euch das hier vorne nochmal ganz flux. So, ja. So, da oben, da leuchtet es orange. Ja, gelb will gerade nicht, aber ist auch egal, weil orange bedeutet, ihr könnt was anwählen. Und wenn ihr hier Enter Ship macht, dann steigt er von vorne rein. Ja, das ist bei jedem Schiff anders. Ihr könnt entweder hinten einsteigen, vorne einsteigen, manchmal nur vorne, manchmal nur hinten. Das ist, wie gesagt, von Modell zu Modell unterschiedlich. So, nicht vergessen, hier wieder zuzumachen.
Ja, wenn ich hier irgend so ein Shame auf die Idee kommt, hier reinzukommen. So, auf das Schiff gehe ich jetzt nicht genauer ein, weil das hat nichts mit dem Fliegen zu tun. Und dann steigen wir einfach mal ins Cockpit ein. So. So. Jetzt befinden wir uns im Cockpit. Ja. So, wenn ihr wieder F gedrückt habt, dann könnt ihr euch das angucken. Ja, wir haben in diesem Fall haben wir zwei Joysticks. Das ist auch bei jedem Schiff anders. Und wir haben, glaube ich, in diesem Schiff kein Eject. Ja, das gibt es manchmal auch. Damit katapultiert ihr euch im letzten Moment aus dem Schiff und könnt euch retten. Aber ich sehe es hier gerade nicht. Das bedeutet aber auch nichts. Es kann sein, dass das noch nachgerüstet wird. So, und dann habt ihr die Möglichkeit. Ich werde euch übrigens alles anhand von Keyboard und Maus erklären, obwohl ich schon seit einem halben Jahr ungefähr mit Joystick und HOTAS fliege. Ein HOTAS ist so eine Art Schubsteuerung, so eine Schubeinheit. Kennt ihr vielleicht irgendwie aus Filmen oder wenn ihr mal selbst eine Boeing geflogen seid. Das ist praktisch der Hebel zum Gas geben. Ja, das ist ein HOTAS. Ich habe mich da mittlerweile dran gewöhnt. Das macht auch echt richtig Bock. Und wie ein erfolgreicher YouTuber unter uns mal gesagt hat, dieser HOTAS und der Joystick bringt einen weg vom Schreibtisch ins Cockpit. Und so ist es irgendwie. Vom Fluggefühl ist das ziemlich cool. Aber jeder muss wissen, wie er da am besten klarkommt. Ich werde auf jeden Fall jetzt in dieser Episode erstmal mit Maus und Tastatur spielen, weil ich denke, das machen die meisten von euch und euch anhand der Tastenkombis erklären, wie das alles funktioniert. So, ihr seid im Schiff, habt euch hingesetzt. Ja, dann drückt ihr wieder F. Dann könnt ihr erstmal hier Flight Ready drücken. Dann geht das Schiff eigentlich komplett an. Ihr könnt aber auch Power On drücken und Engine On. Irgendwo steht das, Engine On. Das, ah ja, hier ist Inject übrigens. Ja, normalerweise ist das so ein Hebel zwischen den Beinen. Aber dann ist das hier, da ist es in einem Schleudersitz. Ja. Und irgendwo müsste noch... ja, wo ist es? Komm. Da, nee. Was da eben? Komm. Da, ja. Engine On, Off. So, das müsst ihr dann zusammendrücken. Das könnt ihr aber auch mit der U-Taste drücken. Das ist Power On. Und wenn ihr I drückt, ist das Engine On. So, und dann heben wir erstmal ab, weil Port Olisar ist nicht geduldig bis ins Nirvana, sondern irgendwann sagen sie dann so, reicht, ich lager mal das Schiff wieder ein. Deswegen heben wir mal kurz ab. Das macht ihr mit der Leertaste. So. Ich weiß jetzt nicht, warum er so komisch abgehoben ist. Ist auch egal. So, und dann machen wir uns erstmal hier so ein bisschen vom Acker. Wir fliegen so ein bisschen vorwärts. Und das macht ihr mit W. Mit W gebt ihr Gas. Und mit dem neuen Flugmodell ist es dazu gekommen, dass ihr W wirklich gedrückt halten müsst. Ja? Wenn ihr W loslasst, dann seht ihr schon hier, das ist die Schubkontrolle hier. Da gehe ich nachher nochmal genau drauf ein. Seht ihr, dass die Geschwindigkeit nachlässt. So, also W gedrückt halten. Und dann seht ihr hier auch die Geschwindigkeit, die ihr benutzt oder die ihr gerade fliegt. Das wird in Metern pro Sekunde gemessen. Und im Moment ist es so, sobald ihr irgendwas anderes macht, ja, ich drücke jetzt W und drücke jetzt F, geht das Gas weg. Ja. Oder ich drücke jetzt W und mache das Mobiglas auf, sollte das Gas auch weggehen. Ja, da ist es auch schon wieder weg. Also momentan, ihr dürft nichts anderes machen, sonst bremst ihr. Ja, kann so ein Safe-Mechanismus sein, finde ich ganz okay. Ja, kann man machen. So, dann fliegen wir erstmal so ein bisschen geradeaus hier, fliegen wir mal so ein bisschen weg. So, dann mit F4 kommt ihr in die Außenansicht und könnt natürlich euer Schiff auch steuern. Ja, das Steuern tut ihr übrigens mit der Maus. Ja. So, ja, das ist praktisch in jede Richtung. Könnt ihr das steuern? Also das ist praktisch einmal... Es ist ein bisschen kompliziert. Pass auf. Ich erkläre das euch mal anhand der Achsen. Ja? So. Also nach oben und unten, das ist die Pitch-Achse. Ja, das heißt, Pitch heißt übersetzt nicken. Könnt ihr euch merken, so mit dem Kopf. Ja, mit dem Kopf nickt. So. Das ist praktisch letztendlich die Y-Achse. Die Y-Achse läuft von links nach rechts durch das Schiff. Ja, könnt ihr euch so vorstellen. Und der Counterpart dazu ist das Jaw. Ja, das Jaw ist das hier. So. Und das ist die Z-Achse. Ja, und die läuft von oben nach unten durch das Schiff. Müsst ihr euch mal vorstellen, die ist da wie so ein Speer reingestochen. Und das Schiff hat keine Chance, sag ich mal, es muss sich praktisch da drum drehen. Ja, so ungefähr könnt ihr es vorstellen. So. Und das macht ihr mit der Maus.
Ja, könnt ihr natürlich jetzt auch schräg machen, also in alle Richtungen, ja. So, aber letztendlich bestimmt das die Achsen. Dann haben wir noch eine weitere Achse und das ist die X-Achse. Und die X-Achse geht, sag ich mal, einmal längs durchs Schiff und die betätigt ihr mit E und Q. Ja, das ist nämlich das sogenannte Rollen. So, Jaw heißt übrigens gieren, ja, frei übersetzt. Ja, der eine oder andere will natürlich sagen, ja, logisch, ich meine, wer aus dem Flugzeugbereich kommt, weiß es natürlich. Ich finde, gieren ist ein komisches Wort. Das ist so ein bisschen so, als wenn man nicht genug kriegt. Ja. So, genau, wo war ich? Genau, F4 kommt ja in die Außenansicht. Das könnt ihr alles steuern. Und da seht ihr auch schon die gegimmelten Triebwerke, wie sie hin und her wubbeln, ja, und das Schiff in die nötige Richtung zu drücken. Allgemein könnt ihr euch auch merken, die kleineren Schiffe oder, na, obwohl, nee, das ist nicht ganz richtig. Sagen wir mal so, die Schiffe, die gegimbelte Triebwerke haben, die kommen mit weniger gegimbelten Triebwerken aus. Sollte mal ein Schiff fixe Triebwerke haben, benötigt es mehr Manövertriebwerke, um überhaupt sich gut zu bewegen. Ja, das ist von Schiff zu Schifftyp unterschiedlich. Das, ja, da gibt es eigentlich nicht wirklich eine Regel für. Ne? So, wenn ihr aber das nicht möchtet, ja, wenn ihr sagt, so, oh Mensch, ich möchte mein Schiff doch von vorne angucken, so, ja, dann drückt ihr einmal Y, so, und dann könnt ihr euch, befindet ihr euch im Free Look, im freien Gucken, ja, so übersetzt. Und dann könnt ihr euch euer Schiff um 360 Grad wunderbar angucken. Das ist ganz herrlich. Ja. Das ist, macht man hier wirklich auch ständig. Ja, und da hinten ist Port Olisar. Das ist einfach fantastische Bilder. So, und der ein oder andere wird wahrscheinlich denken, boah, jetzt ein Bildschirmfoto machen. Ja, das macht ihr mit der Drucktaste. Einfach Drucktaste drücken, dann müsst ihr bei euch im Ordner gucken. Und da ist dann irgendwo Screenshots und da liegen die dann drin. Ne? Ganz einfach. So, ihr dürft natürlich nicht vergessen, wenn ihr wieder reingeht mit F4, ich weiß gar nicht, warum er jetzt mir immer diese Ansicht noch zeigt, na egal, wenn ihr wieder reingeht mit F4, dann seid ihr immer noch im Freelook. Ja, also mit Y kommt ihr komplett in Freelook, da dürft ihr nicht das dürft ihr nicht vergessen, weil wenn ihr irgendwo drauf zurast und dann denkt so, ich muss ausweichen, ja, dann weicht er halt nicht aus. Ne? So, allerdings glaube ich, weiß gar nicht, wir können das ja mal kurz testen. Ich jetzt Gas gebe. So, ja. Und mich in den Freelook schalte. Ah, nee, das geht trotzdem. Ja, man muss trotzdem aber W gedrückt halten. So, ne. So, ja, ihr seid losgeflogen. Ne? Wie ihr seht, das Landefahrwerk ist noch draußen. Das fahrt ihr mit N ein. Ja, zack, dann fährt das ein. Und mit N fahrt ihr es auch wieder aus. Das machen wir dann in der zweiten Folge, wenn wir dann irgendwo wieder landen. So, und ihr seht auch mal, wie riesig dieses Schiff ist. Ja, ich bin ein ganz kleiner Wutzi hier vorne drin. Ja, man denkt immer, das ist gar nicht so groß, aber wenn man sich dann selbst im Vergleich sieht, ist das dann doch schon ganz schön ordentlich. Ne? Gut. Soweit, so gut. Oh, meine Notizen hier. So, was haben wir noch? So, genau. Wir können mit W vorwärts fliegen. Wir können aber auch mit S rückwärts fliegen. Ja, da müssen wir S drücken. Mit F12 schaltet ihr übrigens den Chat aus. Ja. Und wenn wir S weiterhin drücken, dann fliegen wir rückwärts. Ja. Wenn wir natürlich S wieder loslassen, dann sind wir wieder bei 0. So, es gibt auch die Möglichkeit, so, ich bin wie gesagt immer noch im Freelook, es gibt auch die Möglichkeit, wer keinen Bock hat, die ganze Zeit die W-Taste zu drücken, der kann in den sogenannten Cruise-Mode gehen. Den aktiviert er mit der Taste C standardmäßig. Dann taucht hier ein kleiner Pfeil auf. Ja? So, und jetzt könnt ihr W loslassen. Jetzt ist wirklich alles an den Speed-Limiter gekoppelt. Der Speed-Limiter ist dieser Strich. Der sagt euch letztendlich, ich muss jetzt schon mal so ein bisschen mixen, ja, ich gehe da nachher nochmal genauer drauf ein, auf das hat, aber es geht einfach nicht ohne, um es dann wirklich zu verstehen. Dieser Speedlimiter gibt euch das Limit der Geschwindigkeit an, wie der Name schon sagt. Ja, und den kontrolliert ihr mit dem mittleren Mausrad, ja. Als wenn es noch ein anderes gibt. Die tote Leiche. So, ja, mittleres Mausrad. So, wenn ihr jetzt nach oben dreht, dann seht ihr, dass die Geschwindigkeit automatisch mitgeht. Ja, ich drücke jetzt kein W, nix. Ja, das ist wirklich alleine mit dem Mausrad. So. Müsst ihr für euch rausfinden, wie ihr das am besten kontrollieren könnt. Wie gesagt, ich weiß es nicht. Ich bin Joystick-Spieler, keine Ahnung. Ich finde es so
auf Anhieb jetzt ein bisschen angenehmer, weil ich wirklich nur das Mausrad bediene. Allerdings ist das halt auch mit Vorsicht zu genießen, weil wenn wir jetzt eine gewisse Geschwindigkeit haben und dann runtergehen, seht ihr schon, das braucht ewig, um anzuhalten. Ja, aber das erkläre ich euch auch in der zweiten Episode. Das fällt dann unter die Kategorie Manöver, wie wir da richtig das handeln können. Ja, so, im Grunde genommen, wichtig ist einfach nur zu wissen, mit C schaltet ihr in den Cruise-Mode und mit dem Mausrad könnt ihr den Speedlimiter hier bewegen. Ja, den könnt ihr natürlich mit C wieder ausschalten und den Speedlimiter könnt ihr euch natürlich so auch bewegen, aber ihr müsst dann natürlich W drücken. Ja. Genau. Was eine relativ wichtige Geschichte ist, um nicht jetzt irgendwo reinzuballern, ist die sogenannte Space Brake, ja, die Weltraumbremse sozusagen. Da passiert Folgendes. Die sämtlichen Triebwerke, ja, ich zeige euch das mal ganz kurz von außen. Wenn ich jetzt auf die Bremse gehe, können wir auch gleich mal sehen, wo die Retrothruster sind. Ah ja, sind doch hier unten drin. Ja, habt ihr gesehen? Ja, irgendwie kann ich jetzt gerade nicht... Ja, ihr seht's, ne? Da die... Was der so flackert. Da bei dem Licht. Ja, so. Und wenn ich Space Brake drücke, dann gehen alle Triebwerke, die nach vorne gerichtet sind, samt der Gimbal, die gegimbelten Thruster, sorgen dafür, dass wir bremsen. Ja, also alles geht in die Gegenschubrichtung. Das ist aber leider so, dass dann das Schiff schnell überlastet. Ja, ich gebe mal Gas, so, will jetzt bremsen, drücke X für Space Brake. Ja, und ihr seht schon, der rote Balken geht relativ schnell runter, aber gleich meldet er sich, System Overheating. Wenn wir jetzt nicht aufpassen, ja, dann bleibt alles stehen. Ja, das ist wirklich ein bisschen mit Feingefühl zu genießen, aber reine Übungssache, ne? Gar kein Problem. So, also wir haben W, S und das Rollen auf E und Q und wir können natürlich auch noch Straven. Ja, Straven heißt so viel wie gleiten und mit Straven ist gemeint, dass wir praktisch nur die Manövertriebwerke benutzen, um zu manövrieren. Ja? Das haben wir ja vorhin beim Start schon gemacht. Da sind wir nach oben gestraft sozusagen. Das Ganze können wir mit Steuerung auch nach unten machen. Das brauchen wir dann nachher, um zu landen. Ja, ihr seht das an den Partikelchen im Verse, in welche Richtung wir uns bewegen. Und ihr seht es an diesem lustigen Viereck hier unten da. Hm, wo ist es? So, ich zeige es euch nochmal hier. Mal hier lenken, ja, das Viereck, was da abhaut. Ja, Viereck ist ja nicht ein Viereck mit abgerundeten Ecken, sagen wir mal, und dem Pfeil. So, das ist eure tatsächliche Richtung, in der euer Schiff sich bewegt. Ja, so als, ja, bisschen Orientierung. Wenn ihr natürlich anhaltet, dann bewegt sich das Schiff gar nicht. So, und das Straven geht nicht nur nach oben und unten, sondern auch nach rechts. Das macht ihr mit D. Ja, dann straft ihr nach rechts. Und nach links straft ihr mit A. Ja, das Straven, das richtet sich auch nach diesem Speedlimiter, den ich hier hoch und runter schiebe. Allerdings, dadurch, dass nur die Manövertriebwerke unterwegs sind, ist das natürlich jetzt nicht wirklich die Welt, ne? Aber ihr seht schon, ihr nehmt schon Geschwindigkeit auf. Wenn wir jetzt mal in die Außenansicht gehen. Ja, die düsen schon ganz schön in die Richtung. Ja, die Manövertriebwerke, die werden noch nicht so richtig angezeigt. Normalerweise müssten die auf dieser Seite hier ackern wie blöd. Ja. So. Genau. Warten wir mal, bis wir uns wieder gefangen haben. Dann können wir auch mal wieder die Space Brake drücken. Die geht nämlich in jede Richtung. Sowieso geht alles wirklich. Dieser Speed Limiter ist für jede Richtung gedacht. Ja. Das ist nämlich auch neu. Ja, vorher war das alles anders. Da gab es den Combat Maneuvering Mode. Ja, das war, eigentlich kann man sagen, war das die Geschwindigkeit bis zu diesem roten Strich, den ihr auf dieser linken Seite seht. Und dann gab es den Afterburner und der ist eigentlich jetzt sozusagen, kann man sagen, mit integriert. Ja, ihr schiebt den Speedlimiter hoch und ich drücke jetzt gar nichts außer W. Und eigentlich, das ist jetzt so ein bisschen der Afterburner, kann man sagen. Ja. Das Ganze kann man noch ein bisschen beschleunigen. So, ich drücke nochmal X. Wem das jetzt nicht schnell genug geht, wer jetzt abhauen muss, weil er von Piraten verfolgt wird. Ja. So, der kann das auch ein bisschen beschleunigen. Der drückt W. Und dann Shift. Und dann seht ihr,
das Ding, das geht richtig ab. Ja. Und viele sagen, das ist jetzt der Afterburner, aber ich für meinen Teil finde, es ist eher der Boost. Ne? Aber gut, das kann ja jeder so interpretieren, wie er will. So, dann gibt es auch noch eine wichtige Taste, finde ich, und das ist das der Decoupled Mode. Ja, ihr seid jetzt praktisch gekappelt, das heißt, euer Schiff richtet sich nach den Triebwerken und egal, wo ihr hinlenkt, ja, wenn ich nicht im Freelook wäre, ja, sag ich mal, das Schiff versucht immer nach vorne zu fliegen, ja, immer in die Richtung, in der eure Spitze zeigt. So, ihr könnt das aber verhindern, ja. So, ihr könnt sagen, ich möchte nach in diese Richtung fliegen, aber ich möchte gerne mein Schiff drehen. Ja? Dann drückt ihr V. V ist zwar momentan in den Keybindings zum Decoupeln angezeigt, aber es funktioniert nicht. Also es ist nicht wirklich belegt. Das müsst ihr jetzt momentan noch selber belegen. So, wenn ihr V drücken, seid ihr gedecoupelt. Das seht ihr hier unten auch an diesem Symbol. Ja? Und dann könnt ihr euer Schiff drehen. So. Ja, wichtig ist dabei, ihr dürft jetzt nicht W drücken. So, ja, ich drücke jetzt gar nichts, ich halte jetzt gar nichts. Und hier hinten seht ihr auch dieses, ich nenne es mal Viereck, ja, ist jetzt praktisch, ihr fliegt jetzt genau rückwärts. Also es ist immer vorwärts und rückwärts wird es euch angezeigt. Ne? Sonst habt ihr eigentlich keine Chance zu wissen, wie ist jetzt genau perfekt rückwärts. So. Und ihr seht, die Geschwindigkeit liegt bei 992 Metern pro Sekunde und wir bewegen uns jetzt praktisch, wir fliegen jetzt eigentlich rückwärts. Ja, so, wenn ich jetzt Decoupeln ausschalte, wieder mit V, dann seht ihr, wie das Schiff versucht, wieder in die andere Richtung zu kommen. Ja, das Ganze kann ich natürlich auch im Decoupled-Mode weitermachen und einfach W drücken, dann macht er das Gleiche. Ja, ich weiß nicht, ob das wirklich so gewollt ist oder ob das noch ein Fehler ist, keine Ahnung. Ja, das Ganze könnt ihr natürlich auch in alle Richtungen machen. Ne, wenn ihr jetzt Gas gibt, mit V euch decoupelt, so könnt ihr euch natürlich auch seitlich fliegen. Ja? Also es geht wirklich in alle Richtungen. Ja? Oder nach oben. So, er fliegt auf jeden Fall weiter in die Richtung, in der ihr vorher geflogen seid. Das ist ziemlich nützlich im Kampf. Da werden wir auch in der zweiten Folge noch ein bisschen genauer drauf eingehen. Wird spannend, Leute. Wird richtig spannend. Gut. Ich würde sagen, das ist so ein bisschen die Grundsteuerung der ganzen Geschichte. Ja. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen, aber im Grunde genommen können wir jetzt noch auf den Quantumsprung eingehen. Das können wir ja mal kurz machen. Ja, dann haben wir das auch. So, den aktiviert er mit B. So, ja, dann spoolt er den Quantum Drive. Und dann seht ihr diese lustigen Dreiecke hier überall und das sind eure Ziele. Ja, und wenn ihr euch nicht dumm und dusselig suchen wollt, ja, dann könnt ihr das Mobiglas mit F2 aufmachen und euch ein Ziel aussuchen. Das können wir ja mal machen. Wir fliegen einfach mal nach Crusader L1. So, ja. Das bestätigt ihr hier oben. F2. So, und dann habt ihr nur noch einen Punkt. So, dann ist er natürlich schon fertig mit Spoolen, ja, weil ihr es schon aktiviert hattet. Dann kalibriert er noch und wenn das beides ready ist, drückt ihr länger auf B. Dann dreht er sich ganz witzig und düst los. Kleiner Tipp am Rande, wenn ihr mal eure Ruhe haben wollt, weil ihr so ein bisschen was im Verse ausprobieren wollt, ich wollte nicht unbedingt in den Arena Commander, springt irgendwo hin, wie ich jetzt, ja, drückt wieder B, ein bisschen länger, dann braucht er ein paar Sekunden und dann bricht er den Quantum Drive ab. So, und hier ist eigentlich nichts los. Ja, hier findet euch kein Spieler und auch kein NPC. Wenn wir uns umdrehen, seht ihr schon hier, unser Gasriese ist kleiner geworden. Dann sehen wir noch unsere Monde. So ein paar zumindest. Und hier haben wir jetzt unsere Ruhe. Ja, so. Und jetzt gehen wir mal so ein bisschen auf das HUD ein. So, ach so, noch eine wichtige Taste ist dazugekommen jetzt, richtig cool. T macht ihr Licht an. So, das sieht man jetzt allerdings nicht, weil wir jetzt nichts haben, was wir anleuchten können. Ich glaube, von außen sieht man es gar nicht. Ja, mal gucken, ob man das bei dem Schiff sieht. Oh ja, da unten. Oh, ist das. Nein, das ist die Sonne. Ah doch, man sieht es ein bisschen. Ja. Hier unter. Da. Licht an, Licht aus. Licht an, Licht aus. Ja. Das ist jetzt auf T. Vorher war das, glaube ich, auf 5. Und T ist jetzt die Taschenlampe. Taschenlampe und Raumschifflicht. Ja. Total super. Hauptsache es geht. So, jetzt bin ich auf F gekommen. Ne, wo? Hä? Ja, eigentlich bin ich nur auf F gekommen. Ja. Aber wahrscheinlich war ich gerade auf Exit. Ja. So steigt ihr aus. Ja, ihr könnt
gibt mehrere Möglichkeiten auszusteigen. Können wir davon wieder einsteigen. So, aus dem Sitz kommt ihr mit Z. Ja, das hat sich auch geändert. Vorher war das, glaube ich, H. So, Flair sind auch ready. Sehr gut. Ah ja, ich bin wahrscheinlich hier auf Exit 0G gekommen. Dann steigt ihr aus. Ich glaube, hier habt ihr auch nochmal Exit Sit. Mit Exit Sit steigt ihr nur aus dem Sitz. Und hier steigt ihr direkt raus, wie ich das gerade gemacht habe. Ja. Aber wie gesagt, mit Z könnt ihr auch diesen Exit Sit benutzen. Es gibt letztendlich auch für alle möglichen Sachen Shortcuts, die aber teilweise nicht belegt sind. Da müsst ihr mal schauen, was ihr da braucht oder nicht. Letztendlich werdet ihr eh eure eigene Konfiguration machen. Das ist völlig logisch. Ne? Völlig klar. So, ich trinke mal einen kurzen Schluck Kaffee. Ah, so. Und jetzt geht es weiter mit dem HUD. Das HUD befindet sich hier in der Mitte. Und wie ich schon gesagt habe, HUD bedeutet Head-Up-Display. Und das bedeutet so viel wie ein Display, was ihr in eurer Flugrichtung seht. Ja, so in eurem Kopfraum. So, ja, das ist, gibt es mittlerweile auch schon bei so smarten Autos. Im Flugzeugbereich gibt es das schon relativ lange. Ja, das bedeutet HUD und das gucken wir uns jetzt mal genauer an. So, wir haben einmal auf der rechten Seite haben wir unser Hydrogen Fuel. Das ist der Treibstoff, den ihr braucht im normalen Flugmodus, ja, wie dieses hier. Hier links, rechts, Draven, hin und her, hoch, runter. Dafür braucht ihr diesen Fuel und diese ganzen Manöver, die wir jetzt gerade gemacht haben, seht ihr schon. Die haben schon uns hier schon 20% weggemacht. Ja, das ist jetzt auch mit dem neuen Flugsystem wirklich so, ihr müsst tanken. Oh, wir sind übrigens noch gedecoupled. So. Ihr müsst tanken, ja, der Treibstoff geht runter. Ja, den Quantumsprung, den wir gerade gemacht haben, das ist ein anderer Treibstoff, der nennt sich Quantum Fuel, der ist hier unten zu sehen. Ja, der ist bei 99%, also 1% haben wir gerade verbraucht. Aber im Grunde genommen ist das alles völlig okay. Ist nicht so, dass das nervt und dass man ständig denkt, oh, ich will wieder tanken, ey, Mann, ich habe doch kein Geld. Ja, so ist es halt nicht. Deswegen alles in Ordnung, gar kein Problem. So, übrigens, wenn ich irgendwas vergesse oder Quatsch erzähle, schreibt es mir in die Kommentare. Ich bin nicht der Alleswissende, ja, wie ich das schon öfter gesagt habe. Wir machen das hier zusammen und wir ergänzen uns. Ich gebe nur mein Bestes und das muss reichen. So. Wo war ich? Genau. Hydrogen Fuel, ja, darunter dieses lustige Symbol, das bedeutet, ihr befindet euch im G-Safe-Mode, ja. Das heißt, G-Safe bedeutet sowas wie G-Kräfte und das G steht für Gravitation. Ja, das ist praktisch die Kraft, die auf euren Körper wirkt. Ja, und die dafür sorgt, dass es euch relativ schlecht geht, wenn ihr zu krasse Manöver fliegt. So, ich gebe mal einen Afterburner drauf. Dann seht ihr schon, das Symbol ist raus. Das heißt, das Schiff kann nicht mehr garantieren, dass wir wirklich gesund aus der Sache rauskommen, was wir jetzt vorhaben. Wenn dieses Symbol an ist, dann wird das Schiff dafür sorgen, dass wir weder ein Blackout noch ein Redout kriegen. Ja, der Redout bedeutet so viel, dass das Blut uns, glaube ich, ins Gehirn steigt und beim Blackout ins Herz. Kann auch sein, dass es andersrum ist. Ja, ich glaube, es ist sogar andersrum. Ja, ist auch scheißegal, weil egal wie, es ist doof, ja, weil wir werden dann ohnmächtig und dann werden wir für ein paar Sekunden nichts machen können. Ist oft im Kampf wirklich ein Nachteil, weil da ist man am Rumrudern und machen und tun. Und wahre Profis, die schalten das wirklich auch absichtlich aus, damit sie dann noch krassere Manöver fliegen. Und die sind dann wirklich die ganze Zeit am Limit des Redouts oder Blackouts. Ja. So, werden wir auch noch hinkommen, überhaupt gar kein Problem. So, und das genügt nicht. Wir haben sogar die Anzeige für unsere G-Kräfte. Ja, jetzt sind 4,7 G lasten jetzt gerade auf unseren Körper. Wenn wir jetzt den Boost drücken, so, dann wird das natürlich 16,8. Das ist schon eine Menge. Ja, und wenn wir jetzt bremsen, dann sind es 9,4. Allerdings in die andere Richtung. Ja, aber das wird nicht angezeigt. Also ja. Kennt ja auch da Minus stehen, aber ich glaube, das ist schon okay. Ja, letztendlich achtet man hier eh nicht mehr drauf. Was soll das? Ne? Ganz nett, aber naja, gut. So, hier neben haben wir unsere Countermesher. Ja, das sind so gesehen Täuschkörper, die ihr abwerfen könnt, wenn ihr von feindlichen Schiffen mit Raketen beschossen werdet. Da habt ihr zwei Stück von. Die könnt ihr umschalten mit G. Nein, könnt ihr nicht. Mit G feuert er sie ab. Mit H könnt ihr sie umschalten. Ja, da haben wir in diesem Fall zwei Stück. Das mit der Flamme, das sind die IR-Fackeln
und die mit den Blitzen, das sind die EM-Abwehrfackeln. Ja, das sind die Flares, werden auch Flares genannt. Wie gesagt, Täuschkörper. Könnt ihr mal in die Außenansicht gehen, dann seht ihr die auch. Oh, die Sonne weg. Ja, die schießt ihr mit G ab. Ich sagte, ihr schießt sie mit G ab. Also macht das nicht. So, egal. Auf jeden Fall schießt ihr sie mit G ab. Ja, kann auch sein, dass er die nicht macht. Ich schalte nochmal um. Ja, die macht er. Ja, da. Pui, ein kleines Feuerwerk. So, das heißt aber nicht, dass wenn ihr mit Raketen beschossen werdet und ihr die abfeuert, dass ihr dann nicht getroffen werdet. Das müsst ihr wirklich im richtigen Moment machen. Deswegen wartet ein bisschen. Ja, ihr seht, wenn ihr beschossen werdet, dann leuchtet hier mitten in eurem HUD eine Flamme oder ein Blitz. Manchmal auch so ein WLAN-Symbol. Ja, das ist dann eine Rakete, die eure Instrumente stört. Da gibt es zurzeit noch keine Flares für. Vielleicht kommt das noch. Vielleicht geht das auch irgendwie anders. Ja, das weiß ich gar nicht. Also da muss man sich dann einfach versuchen, treffen zu lassen oder auszuweichen. Ja, ihr könnt auch versuchen, Raketen auszuweichen. Das geht auch. Ja, einfach irgendwie um Asteroiden fliegen oder um andere Schiffe ein bisschen hin und her strafen. Funktioniert, wie gesagt, auch manchmal. So, dann seht ihr hier unten Assist. Ja, Assist bezieht sich auf unser Auto-Aiming. Auto-Aiming ist eine neue Eigenschaft, die mit der 3.5 ins Spiel gekommen ist und somit mit der neuen Flugmechanik. Das heißt, ihr könnt, oder beziehungsweise eure Waffen unterstützen euch beim Zielen. Ja, das schaltet ihr mit R, könnt ihr das durchschalten. Ja, wenn ich jetzt R drücke, sind wir hier bei Gimbal. Das heißt, eure Gimbal sind praktisch beweglich. So, wenn ich jetzt schieße, seht ihr da, wo mein Kreis hingeht, ja, da schießen auch meine Waffen hin. So, das ist der Gimbal-Mode. Das hat aber nichts mit Auto-Aiming zu tun. Ja. Das benutzen aber Maus- und Tastaturspieler sehr gerne, weil mit der Maus kann man natürlich sehr, sehr, sehr fein schießen. Ja, da kann man wirklich genau steuern. Die Joystick-Spieler unter euch, die gehen eher in den Fixed-Mode. Ja, das heißt, die Gimbal sind gleich gefixt, ja, wie der Name schon sagt. Und alles ballert in eine Richtung. Ja, so. Schießt tut übrigens mit der linken Maustaste. Das sind die Primärwaffen. Und dann gibt es Schiffe, die haben noch Sekundärwaffen. Die feuert ihr mit der rechten Maustaste ab. Die Aurora zum Beispiel. Viele von euch, die angefangen haben, haben wahrscheinlich die Aurora oder die Mustang. Ich weiß, bei der Mustang weiß ich gar nicht, wie das da ist. Aber mit der Aurora, da habt ihr wirklich nur Primärwaffen. Ihr habt aber die Möglichkeit, da sind noch Sockets dran, da auch Sekundärwaffen dran zu bauen. Müsst ihr euch aber extra kaufen, ja. So, ja, und wenn ihr auf R drückt, dann könnt ihr auch noch in den Assist-Mode gehen. Den Assist-Mode habt ihr allerdings nur, wenn ihr auch gegimbelte Waffen habt. Wenn ihr keine gegimbelten Waffen habt, taucht er gar nicht auf. Dann habt ihr wirklich nur gimbelt, ich glaube, dann habt ihr nur gimbelt oder nur fixed. Weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht so genau. Kann sein, dass es dann nur fixed ist, je nachdem, ne? Müsst ihr mal gucken. So, hier haben wir auf jeden Fall alle drei Möglichkeiten. Und diesen Assist, den werden wir natürlich auch noch austesten. So, wie ihr seht, der Assist ist auch fix. Ja, das ist auch ganz geil. Weil anders würde das mit dem Auto-Aiming auch gar nicht funktionieren, weil ihr müsst euer Ziel praktisch in diesem Kreis haben, beziehungsweise den Pit, ja, oder Pip. Das ist so ein runder Kreis, das ist praktisch das Ziel, auf das ihr zielen müsst, um das Ziel zu treffen. So, ja, aber wie gesagt, das besprechen wir in der zweiten Folge. So, und hier habe ich ja eigentlich schon eins drüber erzählt, ne? Denke ich mal. Ja, das ist eure Schubkontrolle. So. Wenn ihr das ganz nach oben drückt, dann seht ihr das Limit. Ja, das ist bei der Renegade hier 1112, 13. Naja, kann sich nicht so ganz entscheiden. Ja. Ja, Leute, das ist das neue HUD. Ja. Wenn ihr das Fahrwerk ausfahrt, seht ihr übrigens noch hier, das sind die Pfeile, die blinken, da unten rechts, hier, ja. Und wenn sie aufhören zu blinken, dann ist das Fahrwerk ausgefahren und wenn ihr N wieder drückt, dann fahren sie wieder ein und die Pfeile sind weg. Und wenn ihr decoupelt, dann seht ihr dieses Symbol. Ja, müsst ihr darauf achten, oft ist es so, das habe ich schon manchmal beobachtet, auch bei anderen Streamern, die denken, Gott, mein Schiff, das funktioniert nicht mehr, ich kann nicht mehr lenken. Sie sind halt aus Versehen auf die Decoupled gekommen. Ja, dann ist das wirklich fast unsteuerbar. Gerade auf Planetenoberflächen, das ist wirklich kein Spaß. Ja. Passiert mir aber auch. So, das sind Sachen, die passieren ab und zu. Genauso wie, dass man vergisst, wenn man die Außenperspektive geht, Y zu drücken, dann macht das Schiff so. Ja, das ist wirklich, das passiert halt einfach mal. Wir sind halt meistens wahrscheinlich, spielen das hier, oder anders gesagt, nicht spielen, sondern das Problem kennen wahrscheinlich meistens nur Männer.
Ja? Die können sich nur auf eine Sache konzentrieren. Und woher soll ich wissen, ob ich vor 5 Minuten Y gedrückt habe? Keine Ahnung. Ne? So, gut. Dann bremsen wir nochmal. Und dann werde ich euch nochmal die Instrumente zeigen hier unten. Das ist eine Sache, die wird mit dem neuen Patch, ich weiß gar nicht, ob es mit dem nächsten schon ist, auf jeden Fall wird es dieses Jahr noch ins Spiel kommen. Kurzen Schluck Kaffee. Viele reden, ne? Die Redner unter euch wissen, was ich meine. So. Genau, wo war ich? Genau, das ganze HUD wird alles nochmal überarbeitet. Ich bin mir auch nicht sicher, wahrscheinlich wird irgendwann jedes Schiff auch sein eigenes HUD oder beziehungsweise jeder Hersteller wird sein eigenes HUD bekommen. Das ist jetzt so ein Overlay, das ist bei jedem Schiff ungefähr gleich. Ja, aber wie gesagt, das wird sich noch ändern. So, und generell kann man auch sagen, dass jedes Schiff, ja, da könnt ihr mir glauben oder nicht, jedes Schiff muss wirklich geflogen lernen, gelernt werden. So. Ja. Wenn ihr denkt, oh, hier, das hier meine Aurora, die beherrsche ich wie eine Eins, ja, dann heißt das nicht, dass ihr eine Freelancer genauso fliegen könnt. Ja, das ist wirklich, jedes Schiff verhält sich anders. Und das ist mit dem neuen Patch jetzt auch dazugekommen, dass die Triebwerke, die ihr ihre Arbeit tun, die verhalten sich auch alle anders. Das eine ist ein Triebwerk, das powert wie blöde. Dann gibt es Schiffe, die haben 2 Haupttriebwerke hinten, ja, mehrere gegimbelte Thruster. Das ist wirklich total unterschiedlich. Also ihr müsst jedes Schiff, was ihr benutzt, müsst ihr auch lernen. Ja. Aber das finde ich auch geil, muss ich wirklich sagen. So, und auch sowieso diese Kombination aus Gas geben, boosten, bremsen, lenken, rollen, ja, das ist wirklich eine Sache, die muss irgendwann in Fleisch und Blut übergehen. Gerade wenn ihr in Kämpfen verwickelt seid und das wirklich noch nicht geübt habt, dann habt ihr es wirklich schwer. Ja. Gegen NPCs ist das wirklich überhaupt gar kein Problem momentan, ja, die sind noch ein bisschen dulle, obwohl die schon besser geworden sind, aber trotzdem ist es kein Problem. Aber wenn ihr gegen Spieler antretet, dann, ja, dann wird es schon zum Problem. Wenn der das kann, dann habt ihr schon wirklich schlechte Karten. Ja. So, was aber, ah ja, genau. Ich switche jetzt so ein bisschen, ja, mir fallen so nach und nach so ein paar Sachen ein, aber ist ja egal, ja, ihr guckt ja die Folge eh komplett. Dieser Speedlimiter hier, ja, der richtet sich nicht nur nach dem Vorwärtsschub, sondern der ist auch der Limiter für alle anderen Sachen. Ja, wenn ihr zum Beispiel nach rechts straft, so, ich mach mal so ein bisschen kleiner, so, ja, mal ganz klein, klein. So, dann straft ihr auch nur jetzt mit 38 Metern pro Sekunde nach rechts. Das Coole daran ist, ihr könnt jetzt richtig geile Landemanöver machen. So, ja, das normale Landemanöver, was ihr machen könnt, ist natürlich, ihr fliegt hin, fahrt das Landefahrwerk aus, ja, was ihr natürlich nicht vergessen dürft, geht ganz runter und dann könnt ihr hier mit 24 und noch ein bisschen tiefer, so 11, mit 10 Metern pro Sekunde könnt ihr landen. So, ich fliege jetzt vorwärts, so, jetzt bin ich richtig in der Position und jetzt gehe ich runter. So ganz sachte, ja. So, ihr könnt aber auch, wenn ihr irgendwann Profiflieger seid, könnt ihr so richtig geil landen. Da könnt ihr so anfliegen, ja, und dann könnt ihr und runter und also da könnt ihr das, also, aber das ist es auch. Ihr müsst das halt üben, ne, also, aber das, ich finde das richtig cool, dass das so ist. So, im Grunde genommen kann man sagen, jeder, der von euch ein Auto hat und einen Führerschein gemacht hat, der weiß noch an seine erste Stunde, wo er gedacht hat, woher soll ich das jemals raffen, in welchem Gang ich mich befinde, wenn ich mich nicht auf die Gangschaltung konzentriere. Und was ist eigentlich da unten, was sind das eigentlich für Pedale? Und warum ist die Kupplung, wenn ich die zu schnell komme, saufe ich ab? Und dann muss ich auch noch im Verkehr achten. Das kriege ich nie hin. Ja? Und so ungefähr ist das hier auch. Das meine ich damit mit Fleisch und Blut übergehen. Ja, irgendwann sind die Tasten einfach sekundär. Ihr konzentriert euch wirklich nur noch auf den Feind oder aufs Verse oder den Planeten oder die Landeplattform und der Rest passiert einfach von selbst. Ne? Und da müsst ihr halt hinkommen. Und das müsst ihr, wie schon erwähnt, natürlich mit jedem Schiff irgendwie probieren. Das wird sich natürlich, das ist natürlich noch extremer, wenn ihr irgendwann Riesenschiffe habt. Ja, dann ist das wirklich, das ist jetzt schon mit der Hammerhead, das Ding wirklich zu bremsen, das ist wirklich, das dauert. Ne? So ein bisschen wie bei einem Schiff, das in den Hafen einfährt, das bremst auch nicht erst 500 Meter vom Hafen. Das bremst Kilometer vorher, fängt das an zu bremsen. Ja.
Und hier ist das halt auch. Und das meine ich mit Schiff lernen. Jedes Schiff bremst da anders und beschleunigt anders. Und tut und macht. Ne? So, jetzt aber. Jetzt wollen wir mal auf die Instrumente eingehen. So, dafür halte ich mal an. So, dann gehe ich mal in den VLOOK. Und mit F könnt ihr, wie gesagt, könnt ihr alles anwählen. Habt ihr diesen Zeiger. Und eine Sache, die ihr auf jeden Fall euch schon mal angewöhnen könnt, ist, wenn ihr einen Monitor benutzen möchtet. Ja, ich schalte mal hier kurz um und gehe mal auf die Comms. Ah ja, das ist ein sehr nettes Feature, wie ein guter Kollege von mir immer sagt, ja. Dass er das nicht richtig macht. Ist auch egal. Dann versuchen wir es hier. So, wenn ihr scrollt, ja, mit dem Mausrad, dann kommt ihr hier ins Menü. Das Problem ist nur, wenn ihr irgendwo reingeht, ah, jetzt geht's, wo ihr scrollen müsst, dann macht er das. Ja, so. Und das ist ein bisschen dumm. So. Deswegen gewöhnt euch an, wenn ihr irgendwo auf einen Monitor gucken wollt, drückt die mittlere Maustaste, dann zoomt ihr rein und ihr könnt jetzt scrollen. Ja, das ist eigentlich ganz cool. Muss man sich halt nur einmal angewöhnen. So. Dann fangen wir mal von vorne an. Wir bleiben einfach hier bei diesem Display. Ihr könnt im Grunde genommen jedes nehmen, jedes einstellen, aber ihr kommt bei jedem Display überall hin. Ja. So, und zwar eben, wenn ihr auf Menü drückt, kommt ihr oben in das Hauptmenü und da könnt ihr jedes Untermenü anwählen. Das ist, wie gesagt, momentan der Stand. Das kann sich aber alles noch ändern. Und dann fangen wir einmal mit den Comms an. Ja, die Comms, ich sagte die Comms. So, ja, die zeigt erstmal eure ganzen Freunde, die ihr in der Freundesliste habt. Die könnt ihr dann letztendlich auch irgendwann anrufen. Ich glaube, das geht sogar jetzt schon. Und ihr könnt, glaube ich, sogar ein Quantum Travel zu denen machen mit dem hier. Aber das ist, wie gesagt, noch nicht wirklich integriert. Und was noch viel wichtiger ist, natürlich, es gibt nichts Wichtigeres als die Freunde, ne, im Verse, ist ja klar. Aber was auch wichtig ist, ist, ihr könnt hier Landeerlaubnis erbitten und auch Starterlaubnisse. Und das müsst ihr auch wirklich tun. Wer das nicht kennt, der landet halt irgendwo und kriegt ein Crime Stat und weiß nicht, was Sache ist. Ja, so wie mir das passiert ist am Anfang. So, dann, wenn ihr irgendwo euch nähert, zum Beispiel bei Port Olisar, das machen wir auch in der zweiten Folge noch, dann taucht das hier irgendwann auf. Ihr drückt dann hier auf dieses Com-Symbol, dann blinkt er ein bisschen und dann sagt eine nette Stimme, landen Sie doch bitte. Ja. So, das ist praktisch hier. Dann gehen wir weiter. Hier geht es um die Hitze. Ja, ja, im Grunde genommen sagt es so ein bisschen darauf, sagt es halt aus, wie viel Hitzeentwicklung euer Schiff hat. Ja, mehr möchte ich jetzt auch gar nicht drauf eingehen. Das ist, ja, also das ist wirklich noch so preliminary, dass es einfach noch nicht wert ist, weiter darauf einzugehen. Ja, dieses ganze Hitzesystem, das kommt jetzt noch. Wir haben jetzt gerade es so weit, dass unsere Systeme überhitzen. Ich bin mir auch gar nicht sicher, ob das überhaupt schon angezeigt wird in den Instrumenten. Kann aber sein, müssen wir mal drauf achten. Können wir ja mal kurz machen. Ja, dafür sind wir ja hier. Wir geben mal Gas. Ja, seht ihr da unten schon? Das Ding geht hoch. So, und jetzt werden wir das Ding mal überhitzen. Indem wir mal boosten. So, und da unten wird jetzt nichts rot oder so, ne? Also, das erwarte ich dann halt schon noch in den Instrumenten, dass irgendwas rot wird. Irgendwelche Kurven gehen da auf jeden Fall schon hin und her, ja? Aber so richtig funktioniert das ja noch nicht. Hier ist auch noch die Zahl über den Symbolen und so. Ja, das ist übrigens eine Waffe, ja? Das sind die ist die Hitze, die von den Waffen ausgeht. Ja, ich glaube, wenn wir schießen, hier ist ja, dann steigt die so ein bisschen. Ja, das sind die Schilde, das ist die Energie und das sind die Thruster. Ja, die Symbole dahinter, die erkennt man jetzt nicht so richtig. Aber im Grunde genommen, ich glaube, die sehen wir nachher nochmal ein bisschen besser. Ne? So, dann könnt ihr natürlich hier noch in die einzelnen Komponenten reingehen. Die könnt ihr dann auch noch da könnt ihr verschiedene Energie drauf geben. Ihr könnt die overclocken. Ja, overclocken heißt so viel wie, ihr gebt mehr Power auf die Geschichten, also auf die, also zum Beispiel Bulwark ist der Schildgenerator, ja, in diesem Fall. Und ich sage so, hier overclocke den Schildgenerator, dann seht ihr schon, der haut viel mehr Energie in den Schildgenerator rein. Das bedeutet aber auch, die leiden. Ja, also das ist so ein bisschen so, auch wieder, wenn man es mit dem Auto vergleicht, wenn ihr die ganze Zeit übertourig fahrt, ja, dann seid ihr vielleicht super schnell unterwegs, aber das Auto und die ganzen, der Motor leidet darunter, ja, und das wird dann irgendwann wahrscheinlich kaputt gehen. So, und das kommt auch mit dem nächsten Patch rein, dass eure Komponenten, sag ich mal, wirklich, ja, verbraucht werden, so. Das ist momentan so dieses Herz hier, das Herz bedeutet so viel alles Taco, ja, ich mach das mal wieder aus hier,
So. Und dieses Rädchen daneben bedeutet praktisch, wie kaputt es schon ist. Ja, und hier seht ihr nochmal einzeln die Hitzeentwicklung, ja, von den Triebwerken. Jetzt, wenn wir jetzt zurückschalten, ist jetzt bei 460, ja, seht ihr auch schon hier, da die, wohl das sind die Schilde, ne? Schilde, ja, waren ja die Schilde, ja, genau. So, genau, so viel zum Hitzesystem. Mehr möchte ich da erstmal gar nicht drauf eingehen. Dann haben wir den Power, die Powerverteilung, also alles das, was von eurem Powerplant ausgeht, ja. Das ist eigentlich normalerweise hier in der Mitte. Und da könnt ihr auch verwalten. Ja. Ihr habt hier oben einmal, wenn ihr jetzt Power ausmacht, dann geht das Schiff aus. Ja. So. Das machen wir jetzt wieder an. Dann fährt es hoch. Und dann seht ihr auch, alles was in Rot ist, ist noch nicht wirklich richtig hochgefahren. Ja, das ist mit der 3.4 jetzt ins Spiel gekommen. Das aber vorher war immer alles komplett ready gleich. Und ihr seht hier noch Stealth. Ja. Da könnt ihr auch drauf drücken. Dann seht ihr hier, hier befindet sich der Stealth-Bereich von dem Schiff. Und dann seht ihr schon, alles läuft nicht mehr so wirklich hoch. Ja, die Waffen und die Schilde sind so im orangen Bereich. Ja, also ihr seid jetzt nicht mehr so leistungsfähig. Ihr werdet auch wahrscheinlich schnell überhitzen. Aber dafür... Dafür werdet ihr nicht so gut gesehen. Ja, das ist praktisch der Stealth-Mode. Wenn ihr mal so ein bisschen unsichtbarer unterwegs sein sollt. Also es ist nicht so, dass ihr komplett unsichtbar seid. Also wenn die feindlichen Schiffe nah genug rankommen, werden die euch so oder so erscannen können. Aber wenn ihr im Stealth-Modus seid, dann, wie soll ich das sagen, euer Schiff ist dann nicht, leuchtet dann nicht wie ein Signalfeuer. Ja? So, jedes Signal, jede Hitze, alles was hier passiert, kann erscannt und gesehen werden von anderen Schiffen. Ja, letztendlich, ich habe mal irgendwann gesagt, es ist halt schade, dass man, wenn man das Schiff ausmacht, dass man dann nicht unsichtbar ist. Aber das ist ja Quatsch, ja, weil wir haben ja hier schließlich keinen Tarnmodus. Ja. Selbst Metall ist ja erscannbar. Ja. Also so gesehen, erscannbar seid ihr immer, aber es kommt immer darauf an, wie gut. So, dann gibt es Schiffe, wie zum Beispiel die, ich glaube, das ist die, welche ist denn das? Die Hornet Tracker? Nee. Die Ghost, genau. Die Hornet Ghost ist zum Beispiel ein Schiff, die ist total auf Stealth ausgelegt. Ja, die ist wirklich, das ist ein Erkundungsschiff und da gibt es auch weitere Schiffe hier bei Star Citizen, die wirklich darauf ausgelegt sind. Aber dafür gibt es noch momentan noch keine Mechanik. Macht Spaß, aber ja, gut. Ja. Vielleicht gibt es ja Leute, die das schon nutzen. Ich nutze das noch nicht. So. Wenn ihr aus Versehen mal diesen Modus anschaltet, ja, vergesst nicht, den wieder auszuschalten, dann drückt ihr einfach wieder auf Stealth. Und dann ist wieder alles online, ja, dann sind wieder die komplette Energie auf Max. So, dann könnt ihr hier noch die Items gehen, da seht ihr dann auch nochmal alle eure Komponenten. Und da könnt ihr im Grunde genommen so ein bisschen das machen, was wir eben schon gemacht haben, ja. So, könnt ihr alles ein-, ausschalten, verwalten, ja, richtig geil. Ihr könnt sowieso alles auf diesen Monitoren klicken, machen, tun. Ich weiß gar nicht, geht das hier schon? Nee, manche sagen hier noch nicht, aber die werden irgendwann gehen, ja. Sowieso soll es auch so sein, dass irgendwann hier jeder Knopf irgendwie funktioniert. Ich kann mir zwar nicht vorstellen, wie das gehen soll, aber es wurde mal gesagt. So, gehen wir weiter. Zurück ins Menü. Dann sind wir bei den Waffen. Ja, die Waffen, hier seid ihr im Obermenü von den Waffen. Hier seht ihr erstmal komplett, also hier seht ihr erstmal euer... Den Überblick eurer Waffen, ja, den Overview, das ist die Primärwaffe, ja, die auf der linken Maustaste ist. Das ist die Sekundärwaffe, die auf der rechten Maustaste ist. Und das sind eure Raketen. Ja, die zündet ihr mit der mittleren Maustaste. Da kommen wir aber nachher noch zu. Das geht auch nur, wenn ihr wirklich ein Ziel anvisiert habt. Sonst schalten die nicht auf. Aber ist auch klar, wäre auch Quatsch. Ne? So, hier könnt ihr die Waffen auch ausschalten. Ja, so. Ja. Keine Ahnung, warum. Und ihr könnt hier auch wieder so ein bisschen Energie verwalten, glaube ich. So, aber keine Ahnung, was das bringen soll. Ne? So, genau. Wenn ihr einen weitergeht hier auf den Reiter, seid ihr praktisch im Waffenmodus. Also in den, da seht ihr dann praktisch eure Waffen, wie die heißen. Ja, hier haben wir zum Beispiel die Mantis GT220, glaube ich. Genau, ja. Das ist Size 1. Das sind die, das sind, welche sind denn das? Das müssten die hier sein, ne? Nee, oder? Warte mal, ich muss erstmal gucken, was wir hier noch haben. Doch, das ist die, ja.
Das ist die, die hier vorne dran sitzt, die Gatling. Das ist die Size 1, die Mantis. Und die unter den Flügeln, das sind die beiden hier. Ja? Greatsword Ballistic Autocannons. So, und die sind Size 2. So, und das hier sind praktisch unsere, unsere Countermesher. Die beiden hier. Ne? So, und dann, wie gesagt, hier seht ihr dann noch Typ, wahrscheinlich heißt das Waffe. Ja? Dann seht ihr hier noch die Munition, die ihr habt, weil eine ballistische Waffe ist natürlich, ja, die gehen runter, wenn ihr schießt. Ja, seht ihr auch da. Ja. So, hier auch. Und das sind die restlichen Countermesher, die wir noch jeweils haben. Genau, so weiter und so fort. Hier alles Taco, das ist der Nutzen, das ist die Hitze. Wisst ihr ja Bescheid, habe ich euch ja alles schon erzählt. Und dann haben wir hier noch die Raketen. In dem Fall haben wir jeweils zwei Size 2 Raketen, einmal Tempest 2 und einmal Dominator 2. Das, die Size seht ihr auch immer, die meisten haben dann wirklich auch die Zahl dahinter stehen. Ja. Das eine sind EM-Raketen, das andere sind CS-Raketen. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht, was das ist genau. Es kann sein, vielleicht sind das sogar die, die die Instrumente stören. Ja. Bin mir aber nicht so sicher. Und dann seht ihr noch die Anzahl, ja, jeweils zwei davon. So, ja, so viel zu den Waffen. Dann haben wir die Schilde. Die Schilde auch, wie gehabt, wieder hier Energieverwaltung. Könnt ihr auch wieder auf Standby schalten. Ja, dann sind die, weiß ich gar nicht, wenn man die auf Standby schaltet. Geht das überhaupt? Nee, es geht gar nicht. Ne? Aber wir können die ausschalten. So, wenn ihr das ausschaltet, seht ihr hier, die Schilde fahren runter. Das seht ihr einmal hier im Monitor und ihr seht es hier oben auch im HUD, ja, in eurem Helm-HUD sozusagen. So, jetzt fahren die runter und jetzt sind sie auch inaktiv. Ne? So, aber das ist nie gut, deswegen schnell wieder hochfahren. So, jetzt fahren sie langsam hoch. Sehr langsam. So, während sie hochfahren, gehen wir hier rein. So, hier sind, wie gesagt, nochmal eure Schilde, die Bulwark, die wir vorhin schon gesehen haben. Und hier sehen wir auch nochmal, das ist die Power davon, das ist die, wie gesund die sind, ja, Heals, also wie heile, ja, ob sie kaputt sind oder nicht. Das ist so ein bisschen der Counterpart davon, wie gebraucht sie sind. Und das ist die Hitzeentwicklung. Ja. So, im Grunde genommen, was ihr hier noch wissen müsst, ist, ihr könnt hier auch die Schilde verwalten. Das macht dann später in größeren Schiffen, macht das dann euer Kumpane. Ja, der dann sich für die Schilde da um die Schilde kümmert. So ein bisschen wie bei Enterprise. Ja, der Captain sagt dann so, Schilde, Front. Und der macht dann, Möp. Ja, so. Und jetzt geht die ganze Schildenergie oder die ganzen Schilde werden jetzt vorne geladen. Die anderen nehmen ab. Und vorne nimmt zu. Ja, das könnt ihr in alle Richtungen machen. Ihr könnt hier vorne rechts, links, hinten, ne, überall. So standardmäßig sind die in der Mitte. Ja, da sind die im Grunde genommen erstmal ganz gut. Wenn man Bergbau betreibt mit der Prospector zum Beispiel, dann ist es manchmal so, dass man sie nach vorne macht. Weil wenn man dann einen Stein überhitzt und der explodieren sollte, dann ist man hier vorne so ein bisschen geschützter. Ja, sonst kann es auch gut sein, dass euer Schiff mehr explodiert. Ist alles schon mal passiert. So, die Schilde. Weiter geht's. Self-Status. Ja, das ist auch, das seht ihr auch hier oben irgendwo. Ja, hier, da seht ihr das eigentlich auch. Das ist euer Self-Status, ja. Das heißt, wenn irgendwas an eurem Schiff ist, wird das irgendwann von grün, wird zu orange, und dann wird es irgendwann rot und dann ist es irgendwann weg. Ja, dann fehlt es hier. Und auch selbst, wenn eure Schilde getroffen werden, dann seht ihr das, dann blinken die rot und nehmen dann ab und so weiter und so fort. Das seht ihr aber hier vorne drin. So, eigentlich braucht man das ja nicht so wirklich. Hier kann man auch die Ansichten wechseln. Ja, ne? Hier steht euer Name, noch ganz nett, ganz neckisch im Schiff und dann noch euer Schiff. So, nochmal die Hitzeentwicklung, die steht hier unten übrigens auch. Ja, aber das ist auch eher so im Moment sekundär wichtig, finde ich zumindest. So, und dann haben wir noch das Target-System. So, das Target-System ist jetzt natürlich leer. Ja, das seht ihr auch hier, ist es auch. Da sehen wir praktisch die Schiffe drin, die wir ins Target genommen haben. Das können feindliche Schiffe sein, das können aber auch freundliche sein. Ja, das machen wir aber auch in der zweiten Folge, dass wir uns da so ein bisschen genauer das anschauen werden. Gut, im Grunde genommen war es das jetzt erstmal für die erste Folge. Ne? Da
Das war jetzt eine Menge Holz. Ich hoffe, ihr habt mitgeschrieben. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Episode wieder. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Ja, für den einen oder anderen ist das ein alter Hut wahrscheinlich schon. Aber der andere wird wahrscheinlich sagen, oh, du sieht gut, das war aber interessant. Ne? So, wenn ich was vergessen habe, nimmt es mir nicht übel. Ich habe wirklich versucht, alles zu erklären, was ich weiß. Meistens, wenn man dann den Aufnahme-Stopp-Knopf drückt, dann denkt man, ach Mist, du hast vergessen. Aber egal, ja, dafür gibt es dann ein anderes Video. So, oder ich hole es dann im nächsten nach. Ne? Also, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.